Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. PvP Candy Crossing, nächste Mission. Feld 26. War der Bauer hier aus? Ach, war das mein Feld hier, wo ich Raps? Na, böse, und keiner gesammelt hier. Steine. Na gut, macht nichts. Einmal spinnen lieber auch, ne? Dann machen wir aus. Gut, erstmal löschen. So, 42. Müsste eigentlich das Feld sein, wo ich Raps eingemacht habe. Müsste. Gleich mal gucken. Und ja, ist recht groß, wenn wir einstellen. War Krankenhof 1 ist das gewesen oder ablernen, nicht nee, nicht anliefern. Krankenhof 1 und Action, ne? Da hier hat nichts angezeigt, du. Doch hier, ja, Raps, genau. Muss gepflügt, muss gewalzt werden. Mhm. Das war nicht mein Auftrag. Wahnsinn. Ihn laufen lassen. So, der müsste eigentlich auch bald fertig sein. Achten. Sollen wir gleich mal hier bleiben, ne? Hat er mir manuell eingerichtet, dass er wieder herfährt. Also er wollte halt vorne anfangen und da habe ich unterbrechen können. Wollte gesehen. So, das dürfte hier fast durch sein. 98%. Zu drei sind sie unterwegs und die 38 auch. Ansonsten geht es Richtung Sägewerk, die Produktion von Diesel aktivieren. Mal schauen, ob die Mais, die Maisfelder ernten kann, damit wir das nutzen können. Ne? Wahnsinn. Muss ja mal durch sein, ne? Er zeigt mir ein bisschen spät an, aber liegt aber daran, dass es hier schlichtweg von der Berechnung her ja zu schnell geht. Ja, übrigens, schönen Samstag, ne? Ja, soweit. Oh, fertig. Sieht man auch da. Hof 1. So. Ja, muss ja eigentlich bald mal bei dem Fahrzeug hinkommen, der jetzt praktisch beim Lager steht jetzt für einen Haferrest, ne? Das ist jetzt Feld 3. Kommst du nichts? So was kleiner müsste mal was reichen. Oh, Sonne. Spiegelt. Solarzelle. Macht aber nichts. Bei Strom. Ah, Felder. So, drei ist klein. Das ist ein Klacks. Dürfte reichen. Ja, weiter schauen hier. Ah, genau. Da dürfte nicht viel fehlen. Was meldet er jetzt? Oh, 89%. Da kriegst du immer Angst und Bange, dass es nicht reicht, ne? 92. Bis Molly für mich behalten.
Na, das geht. Hof. Ocken. Mehl oder Saatgut, mal schauen. Wahrscheinlich Saatgut. So. Der fährt. Ja, genau, sehe ich. Das dauert noch ein bisschen. Das kann man sammeln. Aber hier wollen wir mal starten, ne? Wo ist eigentlich der an der Dresche unterwegs oder hält er sich immer festgefahren? Mal rausfinden, ne? War nicht besser, wenn der anderen zuerst fahren, aber das ist glaube ich hier egal. Sind wir nicht rückwärts fahren? Das zum Mäuse melken. Und das drückt irgendwie auch nicht. Doch, jetzt geht. Wenn einer nicht geht, das hat ja, ja tragisch. Aber wenn beides nicht geht, das ist ungünstig. Ich muss mal ein dickes Lob da lassen. Wirklich, Kanalentwicklung ist super. Und man bedenken muss dabei, dass aktuell ja so ist, dass RLS ja, das ist ja Interesse, lässt ja trotzdem ein bisschen nach mit der Zeit, ne? Das ist aber an Spiel normal. Deswegen ist Icarus auch ganz ja, Interesse damals zum Schluss, ja, ist halt gegen Null, ne? Aber wiederum will ich mir auch nicht hetzen beim Spielen, dass ich da unbedingt das als Erster alles fertig haben will. Muss ja auch nicht sein, ne? Das soll dann in erster Linie Spaß machen, ne? Aber Icarus ist aktuell, weiß nicht. Müsste eine neue Karte kommen. Aber das sehe ich zwar nicht. Mal der Ring an? Nö. Mal gucken, ob da. Genau. Den wir auch fertig machen, ne? Und drei Fahrzeuge mehr fahren. Der muss auf Bremse stehen bleiben. Sonst unberechenbar. Und wenn der Gang drin ist. So, mal ich machen auf Feld 38. Dass man kann zwar verschiedene Missionen machen zur gleichen Zeit, wenn es verschiedene Früchte sind. Also wenn es eine Sorte ist, dann kann es sein, dass du praktisch ja, ein Feld überhaupt nicht die Funk da hast. Du hast zwar völlig gedroschen, aber es fehlt komplett alles. Ja, dann ist irgendwas ungünstig, ne? Dass er nicht abschließen kann. Dann kannst du keine neue Mission annehmen. Darum geht's dann, ne? Also abschließen und dann kann man das nächste Mal. So, gleich mal hin, check noch 38. So. Braucht zwar eine Weile, aber da kann er hinterher
einsteigen, ne? So, dann ist der zweite Ecke wieder. Es ist ja ein bisschen zu fahren, also müsste aber erst mit dem Glas anfangen, weil der Glas ist ja größer von der Volumen her. Aber wir können ruhig hier reinfahren und vorbeifahren, das ist nicht schlimm. Bei trockenen Fällen ist das eh nicht so dramatisch mit der Verdichtung. Probleme gibt es nur bei, wenn es nass ist, ne? Dann wird natürlich jede Spur, die im Extra fährt, nicht schön, ne? Nicht gut. So. Machen wir denen die Berechnung fertig. Ein Kerniger theoretisch. Ah, theoretisch. Also drei Fahrzeuge. Drei. Ist relativ groß. Also das. Das ist so. Ist er mit. Mit einem Dreifelder vor dazu. Links. Okay. Den Kurs einmal kopieren. Und alles unterwegs. So. Grünzeug. Kurs, den alten Kurs ist ja gelöscht. Zack, und dann auch Mitte. Erster Wegpunkt. Hat irgendwas gemacht. Ha. So. Ersten Abfahrer einstellen gleich. Das ist garantiert Market, ne? Jo. Mal reingucken, sich das halbe. War schön heiß, mal Pferde kotzen sehen. Düngen, abschließen. 38. Ja. Das passt, der kann anbleiben. Und da müssen wir halt umstellen. Genau. Der erste ist auch. Ja. Dann läuft schon mal. Ja, Sorghumhülse ist ja nicht so viel Ertrag, ne? Das ist ja alles überschaubar. So, mal gucken. Probieren kann ich dann. Da ist er schon da. Ja, und denkt man sagt gut, ne? Das werden wir am meisten brauchen noch für nächstes Jahr. Die eigenen Felder. Und dann können wir auch auf 38 schicken. Ja, dann müssen die Ballen zum Hof, vom Lager. Das ist so. Mal gucken, ob es da reingeht. Das war die nächste Frage. Wenn nicht, geht es in die Mühle rein. Ah, geht rein. Ja, ist voll. Aber Hafer kriegen wir so schnell nicht mehr, wenn wir ins Lager fahren. Und dann können wir ja rein theoretisch. Mal gucken. Auf die Steine abkippen und einen freien Traktor haben. Einzig Blöde ist, wenn die immer sich ja, jetzt alle voll machen lassen und gemeinsam zum Verkauf fahren. Ne?
Aber das können wir nicht beeinflussen. Drin ist ein bisschen flüssiger, weiß nicht warum, aber wahrscheinlich wollen wir weniger sehen. Da können wir den anderen Takt auch noch nehmen, der drüben jetzt gucken und alles reinkriegen. Ups. Ich denke mal, wir werden diese Produktion mit den ganzen Missionen, mit den Abfällen, Anführungszeichen, den Rest nehmen kriegen, auch noch voll kriegen. Also, das Geld reicht ja sowieso nicht für den Kauf. Das große Geld verdienen wir erst im Dezember, Januar. Das haben wir jetzt nicht bekommen. Ansonsten. Und 38. Das ist eine Höhe. Da. Genau. Könnt auch mit Lager fahren, aber muss trotzdem wieder fahren lassen. Ja, ne? Wäre ja nicht kürzer der Weg. Wie lange? 7 Minuten passt. Kriegen wir alles rein? Mit freien Fahrzeug kann man die Strecke. Paletten müssen wir immer mal gucken, was einen anderen LKW kaufen. Weiter oder sowas. Der wir hier geschickt, ne? Ja, die muss verkauft werden normalerweise. Ich denke mal, Kompass werden wir auch nicht mit Ballenform bedienen können. Das wäre nicht das Problem. Erstmal war er voll, ne? Wir müssen nämlich gucken, dass wir die eigenen Felder noch kalken. Dazu muss ich aber erstmal schon mal anhängen, dass ich dran denke. Nächste Woche ist wieder Gefahr des Vergessens da. Zumindest die Flächen, die wir jetzt als Acker definiert sind, ne? Mal gucken, ob wir einen Kalk kriegen, ne? Eigentlich ja, ne? Geht zwar alles in Neige. Bränke, muss jemand sein mit Getreide irgendwie. So, schau, das soll schon vorher gewesen sein. Ja, schönen Dank. Lass ich reinschauen. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.